Willkommen zurück, liebe Leute, zu Icarus. Wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und machen hier noch den Rest schön. Na, das sieht ja schon sehr viel besser aus, oder nicht? Mehr habe ich nicht, aber veredeltes Holz wird gemacht. Die 15 Minuten nehmen wir uns jetzt und machen ein bisschen was anderes. Das finde ich gar nicht so verkehrt. So, was findet hier oben statt? Das ist ja alles leer. Können wir nochmal... Warte mal, hä? Das ist aber sehr merkwürdig. Genau, das macht Sinn. Können wir die ja da reinmachen? Aus dem Rest vielleicht mal was kochen oder so? Ja, also diese Mechanik verstehe ich immer noch nicht ganz, dass wenn ich diesen Schlauch füllen möchte, muss ich was trinken. Das ist irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig. Aber hey. Was soll's? Haben wir noch irgendwelche Punkte? Nein. Habe ich sonst noch irgendwas freigeschaltet beim letzten Mal? Wir haben genau die Bearbeitungsbank. Wir haben den Betonmischer. Davon haben wir auch noch 25. Die brauche ich für den Steinhochofen, den ich als nächstes freischalten werde. Wie sieht's denn aus mit Gewichtszeug? Hier haben wir Steinboden, den können wir zerstören. Stone kann da rein. So. Dann würde ich sagen, hauen wir das veredelte Holz und auch das Holz da noch mit rein. Holzbalken für den Innenbereich können wir zerstören und auch das kann rüber. So, wir haben drei Kisten, die können eigentlich auch weg. Wenn wir ganz ehrlich sind, können die eigentlich auch weg. So. Das sieht doch schon sehr viel besser aus. Wir hauen da noch ein paar Kupfernägel hin. Und hier noch das. So. Würde ich sagen, ziehen wir einfach nochmal los. Ich fand das Gebiet beim letzten Mal tatsächlich ganz interessant. Der Übergang ins Schneegebiet, das wird mir nicht viel bringen, weil ich da nicht hin kann. Die Frage ist so ein bisschen, geht's hier durch oder nicht? Das finden wir jetzt mal eben heraus. Wie spät ist es? 12:35 Uhr, das sollte okay sein. Genau, wir haben jetzt die Lebensbalken der Tiere. Und ansonsten gilt es natürlich jetzt XP zu sammeln. Und Space Lab Commander hat... Warte mal. Ich sammle mal kurz ein paar Fasern. Hat Folgendes geschrieben. Schon mehrmals. Aber natürlich wisst ihr, ich setze nicht immer alles sofort um, was ich lese. Wie im echten Leben. Gebrauchsanweisung. Komm, geht auch anders. So, jetzt schaue ich mal kurz. 240. Das wieder zerstören. Und wieder herstellen. Das wieder zerstören. Und dann habe ich nicht genug Fasern. Das heißt, mehr als genug Fasern sammeln, dann ein Maximum herstellen. Jedes Mal gibt es 240. Beim Zerstören gibt es immer nur einen Bruchteil davon zurück. Aber einen, der groß genug ist, um dann wieder... zweimal das gleiche nochmal zu bauen. Wir probieren das jetzt mal ein bisschen. Ich habe leider keine Sichel, einfach weil Fasern sammeln halt so super schnell geht, dass ich da jetzt nicht den Eindruck habe, dass ich das mit einer Sichel irgendwie noch erhöhen muss. Wie viel haben wir denn? Ja, jetzt haben wir gleich 500, also und ich kann die F-Taste gedrückt halten, während ich hier durchlaufe. Ach ja, ja, ist ja die tolle Hütte. Warte mal. Das ist die Markierung. Das hat auch jemand geschrieben, dass man das mitnehmen kann. Damit kann ich was auf der Karte markieren. Das macht natürlich Sinn. Also wir stellen uns mal kurz hier rauf, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass hier vielleicht doch noch ein Bär ist. Und da hinten könnte durchaus ein Bär sein. Also, Herstellung.
das Ding, Maximum gerade mal 4, das gibt 240. Okay. So, und das kann ich jetzt wieder zerstören und das Ganze nochmal machen. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn man... Oh, sogar nur 2. Wenn man natürlich 5000 Fasern hat und das die ganze Zeit läuft, dann kann man damit natürlich ordentlich einen XP-Unterschied machen. Wie viel fehlt denn? Eine ganze Menge. Alles klar. Weg! Was ist hier los? Was läuft da? Mal, gib mir das mal. Ein bisschen XP haben wir auch bekommen. Jetzt ist hier schon wieder fast alles voll, ne? Das können wir einmal essen. So. Zeig mal her, zum einen können wir das ja mal reparieren, was ich hier anhabe. Zum anderen können wir... Warte mal, wie viel kann ich denn hiervon? Was bringt mir denn ein Helm? 160 nur, okay. Halt, stopp. Ja, komm, ich stopp das jetzt. What? Zack, der kann raus. Die Fasern können auch raus. So viele Stöcke brauche ich jetzt gerade auch nicht. Stöcke. Aber wir können ein paar Pfeile, genau. Stell die mal her, das ist gar nicht verkehrt. Kann man immer gebrauchen. So, den Hirschkopf brauche ich nämlich gerade nicht. Das ist schon okay so. Genau, und das mit dem Salz hat mit dem Pökeltisch zu tun. Oder wie auch immer der heißt. Und damit kann man dann Lebensmittel länger haltbar machen. Natürlich gibt es dafür einen extra Tisch. Ich dachte tatsächlich, es wäre bei der Kochstation vielleicht. Oh, jetzt schauen wir mal kurz. Ich muss hier rüber. Ganz genau da vorbei. Oh,
Oh, Wolf Bestiarium Fortschritt stand gerade oben. Das war, glaube ich, jetzt bei 70 von 4000 oder so. Also eine ganze Menge, bis ich hier einen neuen Eintrag dazu finde. Da sind wir jetzt bei 3%. Für 10 brauche ich ein Wissens. Bekomme ich einen. Okay. Aber das dauert natürlich ein bisschen. Was ist das denn? Achso. Das ist schon mal der richtige Weg. Dann bin ich mal gespannt, ob wir darüber ins Wüstengebiet kommen. Okay, ciao. Was ist denn mit dir? Oh Mann. Zeig mal, habe ich hier jetzt noch einen Wolfkopf dabei? Noch ein Wolf. ...70 von 3000. Das heißt, ich muss den wirklich häufig töten und ausnehmen. Jetzt ist es 72 von 3000, also das dauert echt eine ganze Weile. Was steht da? Egal ob oberflächliche oder tiefe Wunden, lass den Schmerz über dich hinweg und dadurch dich und durch dich hindurchziehen. Bao Li Wei. Okay, cool. Was ist denn hier los? Ah, ja, ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm in Frieden. Ah, das könnte durchaus eine Sackgasse sein. Wobei, das könnte durchaus ein Höhleneingang sein da unten. Oder? Sieht doch fast danach aus. Warte mal, komme ich hier sinnvoll runter? Eieiei. So. Wie können wir das dann besser sehen? Ich glaube nämlich, dass das generiert sich erst die Grafik, wenn man näher dran ist. Aber so rein von der Karte her könnte das durchaus ein Höhlendurchgang sein, oder? Oder nicht? Zeig mal her, was haben wir da vorne? Gabelbock. Was ist das denn da? Da haben wir einen Höhleneingang und da aber auch, so wie es aussieht. Ich schaue erstmal kurz hier drüben.
Frage ist, ob hier Feinde sind. Da geht's rüber zum anderen Eingang, nehme ich mal an. Hier scheinen keine Feinde zu sein. Geht's weiter? Ja, hier haben wir schon Wüstengebiet. Ach, wie gut das einfach ist. Balken ist natürlich auch ein bisschen hässlich, aber... Lauf! Na, wen haben wir hier noch? Komm. Wie denn Gesundheit eigentlich? Wusste ich das schon mal? Hier. Mach mal lieber schnell. Das ist eine leichte Schnittwunde. So. Ich sollte hier auf keinen Fall weitergehen. Denn dafür bin ich noch nicht ausgerüstet. Ciao. Oh, kommt. Habe ich denn sonst noch irgendwas, was Gesundheit regeneriert? Sind das nur diese Tränke, nicht hier sowas irgendwie? Doch. Das gute Fleisch. Eieiei. So, das ist doch gar nicht schlecht. Ein bisschen Leder dabei. Was
Was wartet da jetzt auch auf mich? Ich bin der Meinung, es waren zwei Skorpione und ein Puma. Zeig mal her, können wir irgendwas Gutes herstellen? Das Wasser ihn ab. Nee, ich zieh mich zurück. Das wird eh zu heiß da. Aber wir können natürlich ein bisschen was mitnehmen. Immerhin, das haben wir halbiert. Aber krasse Höhle auf jeden Fall und gar nicht so weit weg. Jetzt nochmal eben schauen. Ich glaube hier, das führt jetzt zum anderen Eingang. Sind wir schon wieder draußen? Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Kapazität. Das hier kann auch nicht schaden. Okay, das ist also der direkte Durchgang zum Wüstengebiet. Also das ist natürlich jetzt ordentlich überlaufen gewesen da an der Stelle mit Feinden, die auch alle sehr angriffslustig waren. Aber ganz gut eigentlich, so eine große Höhle. Ich meine, in Relation ist hier wirklich wenig Erz drin. Wenn man bedenkt, dass andere Höhlen vielleicht ein Fünftel... Oh nein. Ein Fünftel davon groß sind oder klein sind. Und die haben wesentlich mehr Erze, aber es ist halt eher so ein Durchgangstunnel, wo halt ein bisschen Erz mit drin ist. Aber gut. So. Ja, das ist Titan, da bin ich noch nicht. Was ist denn hier los?
Was steht da? Na klar. Na klar. Okay. Ich würde schon ganz gern noch abbauen, wenn da jetzt ein Bär ist, ne? Oh Gott. Das sieht gut aus. Es ist halt wirklich schlecht zu sehen. Für euch wahrscheinlich noch schlechter. Muss ich mal schauen, denn da oben war auch noch ein Bär. Was haben wir da? Das ist kein Bär. Das ist ein großer Hirsch. So, jetzt schaue ich mal, wie ich auf dem schnellsten Weg zurückkomme. Ah, sehr schön. Also hier oben haben wir den Durchgang zum Wüstengebiet. Ja, erstmal noch ein bisschen laufen. Was bist du? Ja, auch nicht gut. Oh oh, ich glaube, das war ein Bär. Komme ich hier so runter? Hier. Jetzt nur noch Freunde. So ein Hasen. Sehr gut. Hier ein bisschen gefangen. Ich muss rechts vorbei. Oh, und dann schnell schlafen gehen, damit wir wieder ein bisschen was sehen können. Ich sehe auch wirklich sehr wenig. Also das sind hier 4 Meter, die ich Sichtweite habe, in bester Qualität zwar. Das heißt, für euch ist es nicht so super, weil natürlich ganz besonders die dunklen Bereiche komprimiert werden im Video. Aber wir haben es gleich geschafft. Das schaffen wir schon noch. Kann man während eines Unwetters eigentlich schlafen? Das wäre natürlich sehr praktisch. Obwohl, ja, ist das so praktisch? So, da sind wir. Gott sei Dank. Hier mal schön weiterarbeiten. Das machen wir mal damit rein. So viel habe ich hier auch gar nicht mehr. Es war also durchaus nötig, das zu besorgen. Was haben wir denn sonst noch besorgt? Nicht so super viel. Das kann raus. Vielleicht der Sturm da.
So. Zack. Das kann rüber, das kann rüber. Sarge's Flash. Sehr schön. Aber doch. Was stimmt? Ah, okay. Gut, okay. Schade eigentlich. Der Sturm dauert schon die ganze Nacht. Oh, warte mal. Sojabohne. Avocado und Sojabohne. Gefüllte Avocado. Was haben wir davon? Maximale Gesundheit, Ausdauer. Sehr gut, das müssen doch jetzt 15 Minuten gewesen sein. Super. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eben 10. Das Ding muss natürlich noch ersetzt werden. Ich befürchte fast. Steintreppe. Die hätte ich natürlich sehr viel lieber. Die Holztreppe für den Innenbereich. Könnte aber durchaus sein, dass das hier nicht zu Innenbereich zählt. Weil das ja irgendwie so frei liegt. Naja, obwohl. Schwer zu sagen. Warte mal, wie viel brauchen wir genau? 1, 2, 3, 6, 9, 10 nochmal. Das müsste eigentlich reichen. Ich muss ein bisschen jagen gehen. Ich brauche schnelle XP. So, räum hier mal auf. Tada! Schade. So, na, das sieht doch schon sehr viel bequemer aus hier. So, der Sturm, der darf jetzt auch... Der hört jetzt auch auf. Wo führt uns das denn hier nach unten hin eigentlich? Hier haben wir nochmal einen Durchgang zum Schneegebiet. Das heißt, das alles hier ist Schneegebiet. Und hier haben wir nochmal einen Durchgang zur Wüste. Was seid ihr? Ein Hase, noch ein Hase. Plötzlich sind überall Hasen, klar.
So, dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter im Norden um. Und jagen auf dem Weg. Ah, jetzt habe ich so viel Krempel hier wieder dabei. Den können wir zerstören, das können wir zerstören. Das nehme ich sicher nicht mit, das ebenfalls nicht. Ja, das ist okay. Na, wo sind denn alle? Ich könnte natürlich auch einfach Bäume fällen und Holz sammeln. Das, ja, das kommt am Ende wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Frage ist halt, wie viel Holz ich tatsächlich noch brauche. Also ein bisschen was natürlich schon fürs veredelte Holz. Wenn ich die Innenwände haben möchte beispielsweise, das könnte ein Wolf sein hier. Soweit, so gut. So, schauen wir noch mal kurz. Hier runter geht es auch noch mal. Das geht noch mal ins Schneegebiet. Wir gehen mal direkt so lang geradeaus. Hier kann ich schwer sehen, ob es da durchgeht, aber könnte durchaus sein. Alles mitnehmen, was geht. Ich brauche XP. So, so, hier haben wir den See mit der Unterwasserhöhle. Oh, nicht mehr viel. Dann haben wir Stufe 21. Was kommt da? Oh Gott. Was ist das? Das ist ein Hase. Das ist ganz gut für ein Tier. Zumal das nur einen Schuss erfordert, da muss man zwar ein bisschen genauer zielen, aber das Spiel nimmt dann auch eine ganze Menge ab, wenn es darum geht, gut zu treffen, finde ich. So, der Hase bringt mir nichts. Salat hier. So,
schauen wir nochmal ein bisschen genauer. Hier geht's hoch. Das könnte durchaus genauso dahin führen. Aber wir machen es mal genauso und schauen uns das Gebiet hier hinten an. Einem Bären sollte ich jetzt nicht begegnen, denn ich habe... Was ist ein Wolf? Kein Speer. Ich glaube, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man in der Welt irgendwie was findet, was man normalerweise nur in Missionen finden würde. Also mal so eine abgestürzte Kapsel mit einer Leiche drin oder irgendwie sowas. Also dass hier so ein bisschen was zu entdecken ist, weil ansonsten findet man ja eigentlich nur Tiere und andere Biome an. Also viel mehr passiert hier ja nicht. Das ist jetzt natürlich der Sandbox-Modus und so, klar, aber wisst ihr, wie ich meine? Das wäre schon ganz interessant. Oder irgendwie mal so ein Tierkadaver oder irgendwas. Ich habe das Gefühl, das ist alles so clean irgendwie. Sehr schön. Viel fehlt nicht mehr. Na? Oh, hier. So, den Kopf können wir schon mal immer droppen. Sehr schön. Knochen, bisschen Leder. So, gucken wir mal. Ich würde sagen... Hier vielleicht. Was haben wir? Gemse, Gabelbock. Genau, da... Ah, das könnte... Na, vielleicht ist da eine Höhle. Wir schauen mal. Das wäre natürlich gut, denn ich wäre bereit, alles andere zu droppen für ein bisschen Erz. Haben wir hier irgendwas? So, das kann ebenfalls raus. So, da wären wir. Was haben wir hier? Hier muss doch irgendwas sein. Keine Höhle, nichts. Tatsächlich eine Sackgasse. Sieht fast so aus. Ah, das sieht gut aus da. Oder? Das sieht hier doch irgendwie nach so einer Wand aus, die man durchschlagen kann. Hahaha.
Gut, ob das jetzt ein Durchgang ist oder nicht, bleibt abzuwarten, aber... Eine Höhle ist es auf jeden Fall. Der andere? Da. Okay. Sehr gut. Warte mal, komme ich darauf? Okay, super. Ja, komm, trau dich. Kohle. Nehmen wir mit, was wir tragen können, würde ich sagen. An den Slots wird es jetzt wahrscheinlich scheitern. Gewichtsmäßig haben wir noch 100 Kilo frei. Hier war doch bestimmt, ja, hier. Lieber noch ein bisschen Kupfer. Davon haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Oh, da haben wir es. Also, was kann denn wirklich raus? Was kann denn realistisch raus? Fasern können realistisch raus. Ciao. 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 So, das ist doch schon mal was.
Sehr schön. So, ein Slot haben wir noch. Ja, das sollte doch auch reichen. Sag mal, haben wir noch ein bisschen Kupfer irgendwo? Wie, nichts? Was ist denn hier? Eisenüberschuss, ist ja unglaublich. Sehr schön. Das hat doch ein bisschen was gebracht. Und wir haben natürlich einen Punkt. Und die werden aber auch immer geiziger damit. Ressourcen, das kann nicht schaden. Zusätzlich zu Erz noch Stein erhalten, das macht, glaube ich, nur mehr Probleme. Stein wiegt weniger, Holz wiegt weniger. Angeln habe ich bisher auch nicht mehr gemacht. Erhöhte Schwimmgeschwindigkeit, Gewichtskapazität. Den schauen wir uns später an. Ich muss die jetzt leider gerade mal liegen lassen. Ich könnte zwar noch ein bisschen stacken, aber ich will auch zurück. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier die richtige Richtung. Sehr gut, schön, so auf Erkundungstour gehen, nicht zu wissen, wo eine Höhle ist und dann irgendwo anzukommen, wo man dann am besten noch so die Wand einschlagen muss, damit man dann so eine coole Höhle findet. Oder eben so ein Durchgang in ein anderes Biom. Aber dafür bin ich, wie gesagt, noch nicht ausgerüstet. Ich hätte wenigstens gern ein Gewehr und irgendwie was, was mich so ein bisschen vor der Hitze schützt oder so, eine bessere Rüstung. Oder gibt es so diesen Kälteverband? Da muss ich mal schauen, aber ich habe da noch Zeit. Also ich will da jetzt nicht sofort hinrennen. Aber die Durchgänge, die haben wir jetzt schon mal. Und auch ins Schneegebiet ohne Reittier ist, glaube ich, dann doch eher schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, was für Feinde im Schneegebiet waren. Ich glaube, Eisbären. War da noch was anderes außer Eisbären? Killerpinguine. Was bist du? Wieso? Ich hänge hier schon wieder fest. Nicht mit mir. Wir haben 4 Entwurfspunkte. Das ist gar nicht verkehrt. Da kann man 2 für wirklich sinnvolle Sachen nutzen und 2 für Dinge, die ich zuvor noch nicht hatte. Beispielsweise diese Innenwand. Was natürlich ein bisschen blöd ist, denn nach außen hin soll die natürlich stabil sein, aus Stein am besten. Und innen hätte ich es aber gern schön. Da kann ich dann natürlich das so ausbauen, dass das so eine, dass da so eine kleine Lücke zwischen ist quasi. Mal schauen. Da muss ich mal schauen. Oh, das ist ein Wolf hier. Nee. Ist gut, hau mal ab. Ich jag jetzt nicht mehr. Also, für den Moment nicht. Schauen wir nochmal kurz. Ach doch, ein ganz schönes Stück weg, ne? Ist nicht alles gleich um die Ecke, wie ich mir das dachte. Der See ist auch schon nicht ganz in der Nähe und dann nochmal ein ganzes Stück weiter. Aber der andere Durchgang zum Wüstenbiom ist tatsächlich recht gut erreichbar.
Hier ist die andere Höhle, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich komme langsam dazu, hier ein bisschen so ein Gewehr oder sowas. Ich glaube, die Pistole kam zuerst und dann erst das Gewehr. Ich glaube, eins geht ohne das andere nicht. Aber wäre schon schön, wenn ich hier nicht ständig nur mit dem Bogen rumrennen müsste, weil gerade beim Skorpion und auch beim Puma hat man so gemerkt, also beim Puma habe ich es gar nicht erst probiert, weil ich mir dachte, ja, der wird schon viel aushalten. Und auch die Skorpione waren schon nicht ohne, deshalb... Irgendwas mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Ich glaube, die Pistole habe ich gar nicht erst ausprobiert beim letzten Mal. Ich bin gar nicht sicher. Ich war so, als wäre ich direkt zum Gewehr gegangen. Ich weiß nicht mehr. Aber das Gewehr fand ich super. Da hat das erst richtig für mich angefangen, Spaß zu machen, auch mit dem Jagen und so. Weil Pfeil und Bogen, alles cool, aber dieses Gewehr mit der Durchschlagskraft, das war schon nochmal was anderes. So. Weg damit. Und hier, weg damit. Jolt. Das kann da auch rein. Dann machen wir mal so. Sehr schön. So, wir trinken einen Schluck. Und dann schauen wir jetzt mal in den Technikbaum. Also, die Treppen hätte ich ganz gern erneuert. Problematisch ist nur, ich muss dafür erstmal diese Holzwand bauen, um dann die Rampe zu bauen, um dann die Treppe bauen zu können. Dafür verschwende ich jetzt nicht 3. Am besten für den Innenbereich geeignet. Ich würde es gern probieren. So. Dann haben wir, was benötigen wir? Was ist denn jetzt der Küchentisch im Vergleich zur Kochstation? Ich hoffe, dass ich den dann nutzen kann und die Kochstation vernichten kann quasi. Weil ansonsten macht es keinen Sinn. Damit mache ich aber diese Sachen hier, so wie es aussieht. Hier hätten wir natürlich die Armbrust. Mache ich denn den Platinblock nochmal? Da, hier ist die Reparaturbank. Repariert jeden Gegenstand, wobei für die Reparatur von Gegenständen der Stufe 4 oder der Werkstatt Strom benötigt wird. Ne. Feuerlöscher. Ein stabiler, tragbarer Schutz gegen unterirdische Einflüsse. Sauerstofftank. Recurve-Bogen, das ist erstmal die beste Alternative. Denn ich sehe hier auch... Ach, ab Stufe 25 ist. Okay, müssen wir gar nicht drüber reden. Werkbank für Glasarbeiten. Ja, ich denke, die Glasarbeiten und auch das Waffenzeug, das machen wir später. Was ist denn eine Umbaubank? Eine Bank mit eingebauter Bohrmaschine zum Basteln von Zubehörteilen und ein Arbeitsbereich zum Ändern von Gegenständen. Zeit, kreativ zu werden. Verbesserte Textilienbank. Das ist alles schon sehr witzig. Den schnappen wir uns. Wisst ihr was? Den bauen wir jetzt erstmal. Seil-Epoxid-Betonmischung.
Jetzt haben wir es. So, damit kann ich das hier doch weghauen, oder nicht? Ich hoffe, das passt hier jetzt so hin, dass ich das... Ja, perfekt. Genau, hier kann ich nämlich alles... Alles klar, sehr gut. Das heißt, das hier... Gut, die 5 Sekunden haben wir. Stopp, stopp, hallo. Deactivate. Das ist voll. Und dann hauen wir hier mal rein, was rein kann. Hier kommt das Zeug hin. Dann kann das schon mal arbeiten. Das nehmen wir uns. Und das hauen wir ebenfalls da rein. Das kann auch mal da rein. So. Somit kann das hier weg. Yippie, ein Dings weniger. Warte mal, was wiegt denn der? Der wiegt halt 30 Kilo. Ansonsten hätte ich halt gesagt, den nehmen wir immer mit auf Tour. Denn dann kann man da direkt die Barren machen. Aber das ist schon... 30 Kilo macht halt schon einen Unterschied, ne? Warte mal, was haben wir denn hier jetzt? Rohes Fleisch, Tierfett. Das nehmen wir noch mit. So, dann schauen wir mal weiter. Kleine Eisenkiste, nee, auch hier Stufe 25 dafür. Ein tragbares topografisches Radargerät, das mit Biokraftstoff betrieben wird. Einheimische Wildtiere werden aggressiv, wenn das Gerät aktiv ist. Nope, danke. Ein Scanner, der Höhlen in der Umgebung aufdecken kann. Rechtsklick, um Audiofeedback ein- und auszuschalten. Das Fernglas verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung wofür. Eine modulare Steuereinheit, die an die meisten EAs angepasst werden kann. Ja, das ist halt für Geräte dann, aber da bin ich ja auch noch überhaupt nicht. Wie mache ich denn Platin? Aber Platinerz... Das hier, ne? Hm. Rohstahl. Ach Gott, wie war das denn nochmal? War das nicht hier irgendwie? Oh, wie macht man denn Rohstahl nochmal? Ein schmiedeeiserner Herd für die Zubereitung einfacher Mahlzeiten. Gart Lebensmittel schnell und sicher. Im Grunde eine große geschlossene Feuerstelle für mehr Gemütlichkeit. Finde ich gar nicht schlecht. Ich will das von da unten auch hochholen, glaube ich. Ich bin die meiste Zeit hier oben. Es ist nur die Frage, ist das hier sinnvoller oder das hier? Gemütlich ist das auf jeden Fall, aber macht das auch Sinn? Ah, sieht ganz gut aus. Wir nehmen das jetzt mal. Ein paar Steine will er haben. Genau, der Ausbau und dann die Abdeckung. Zeig mal her. Gib mal her. Das mitten in den Raum stellen, das wäre, glaube ich, Quatsch.
Dazwischen will ich das haben. Das sollte doch gehen, oder? Was hat er denn hier? Herr Innenarchitekt, Sie haben da was falsch verstanden. Was hat er denn? Wieso geht denn das nicht da? Das wird's. Der ganze Quatsch mal, das können wir mal droppen hier. Okay. Jolt. Schwefel bringt nichts. Ach, das ist doch Quatsch. Das können wir doch direkt hier mit reinhauen. Ja, kommt nochmal alles rein. Ist gut. So. Und dann machen wir den dahin, würde ich sagen. Oder? Ist dann zwar so mitten im Raum, aber finde ich gar nicht so schlimm. Hatte das hier mit auf sich? Kann ich das von hier drauf setzen? Warte mal, passt das? Ja, oder? Naja, immerhin. Steht so mittendrin, aber das gibt es ja auch durchaus. Sehr gut, so. Dann kann das hier unten nämlich weg. Das langt mir jetzt hier auch langsam. Wir nehmen alles mit. Das räumen wir tatsächlich dann auch zur Seite und das Bett kann ja ruhig erstmal da bleiben. Gibt es eigentlich ein schöneres Bett als einfach nur diesen Boden da? Das mal, dann haut das mal rein. So, Leute. Ist wesentlich mehr Platz. Wesentlich schöner. Gemütlich. Mit dem neuen Holzboden. Sehr gut. So, im Technikbaum haben wir immer noch einen weiteren Punkt. Wir benötigen die Stahlspitzhacke, um Titan und sowas abzubauen. Das machen wir jetzt mal. Wie mache ich diese Stahlbarren? Rohstahl, wie war das denn nochmal? Schaue ich gleich mal nach. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Naja, ich schaue gleich mal nach, wie das mit dem Rohstahl ging, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Ansonsten zwei schöne Höhlen entdeckt, ein bisschen was von der Wüste gesehen. Den Boden komplett fertig gemacht. Hier jetzt eine richtige Feuerstelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin weiß ich dann auch, wie es mit dem Rohstahl klappt und was ich dafür brauche. Und dann geht's weiter mit Icarus, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.